Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Chaos von Vega in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Chaos von Vega aus dem Jahr 2015. Die Box zu diesem Album habe ich euch bereits vorgestellt und heute ist es an der Zeit für die Vinyl. Bevor wir das Ganze aus der Folie holen, haben wir hier noch einen Sticker angebracht, unten rechts im Eck. Und zwar lesen wir hier, Vinyl Edition, 2 LPs, A1 Poster und Download Code. Sehr schön. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. So. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier oben Vega, darunter dann in dieser eckigen Klammer Chaos stehen. Also ich glaube, das ist die Schreibweise von der Lautschrift, also wie Chaos in Lautschrift geschrieben wird. Und das Ganze ist in so einer Skizzenoptik, also als wäre es hier irgendwie mit Bleistift oder mit einem schwarzen Stift hier hingekritzelt worden. Und darunter sehen wir einen, ja, ich würde mal sagen, einen jungen Mann sitzend mit Adidas Trainingshose und T-Shirt im Gesicht, also vermummt. Und das dürfte wohl ein Molotow-Cocktail sein. Also sieht ein bisschen wie Bürgerkrieg oder Vorbereitung oder eventuell auch nach einer Straßenschlacht aus. Auf der Seite lesen wir nichts, beziehungsweise sehr schwer zu lesen. Es ist hier in braun auf dunkelgrau, man kann es echt kaum erkennen. Also hier steht Vega, Chaos und FVN. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist und zwar haben wir hier 12 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Moses Pelham und Pepper Singt, Nea, Azad, DJ Release und nochmals Nea. Dann hier die Credits und ein Barcode. Gut. Von innen sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier Vega, sieht nach Regenschirm aus, den er da in der Hand hält. Also Vega hier mit dicker Bomberjacke und hier im Hintergrund ist die Frage, sieht es so aus, als würde hier eine Welle, eine Flut über ihn hineinbrechen und er hier mit einem Regenschirm bewaffnet. Also ist die Frage, ob dieser Regenschirm diese Flut hier aufhalten wird. Auf der linken Seite haben wir dann einmal eine Vinyl drinnen. Und zwar kommt diese Vinyl in einer weißen Schutzhülle. Die Vinyl klassisch in Schwarz gehalten. Also wir haben hier Chaos stehen und dann hier A. Also das ist die A-Seite. Dann haben wir auf der Rückseite natürlich die B-Seite. So, dann machen wir das Ganze mal wieder in die Hülle. Dann zusätzlich zu der Vinyl haben wir dann noch das hier. Das ist ein Booklet mehr oder weniger. Also wir haben hier nochmal die 12 Tracks aufgelistet. Inklusive der Informationen, wer daran beteiligt war, beziehungsweise wer das Ganze produziert hat. So, dann haben wir auf der Rückseite einen Download-Code. Ich halte den jetzt mal in dem Fall zu. So sieht das aus. Also kann man natürlich das Album dann auch noch digital laden. Und wenn man das Ganze dann aufklappt, dann haben wir hier ein Poster und zwar haben wir hier Vega, sieht nach einem Keller oder nach einer alten Burg aus, auf dem Thron sitzend. Rechts so eine Feuerschale und links brennt auch nochmal eine Fackel und hinter ihm vier Scheinwerfer. Also sieht echt mächtig aus, das Poster im Querformat. Gefällt mir richtig gut, speziell, dass das in einer Vinyl dabei ist, hat man echt selten, aber wenn es einen zusätzlichen Inhalt in der Vinyl gibt, nicht nur eine Doppel-LP
und den Download-Code, sondern irgendwas noch extra im Booklet oder in dem Fall das Poster. Das gefällt mir echt gut. So. Und zusätzlich zu dem Download-Code und diesem kurzen Booklet, also wo die Cracks abgebildet waren, was ich euch schon gezeigt habe, haben wir dann hier noch eine Doppelseite. Vega hier am Meditieren und zwei Waffen, womöglich auf ihn gerichtet, also zwei so Lasermarkierer. Und auf der ganz obersten Seite, das mal kurz einknicke, haben wir dann hier eine Danksagung. Sehr umfangreiche Danksagung an alle Beteiligten dieses Albums. Gut, dann werden wir das Ganze mal wieder zusammenklappen. So. Und nachdem wir die erste Vinyl jetzt bereits abgehandelt haben, haben wir dann natürlich auch noch eine zweite Vinyl. Diese kommt ebenfalls in einer weißen Schutzhülle. Und dann haben wir hier einmal die C-Seite und dann auf der Rückseite natürlich die D-Seite. Ja, also Doppel-LP mit 12 Tracks an der Zahl. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Wir erhalten einmal diese beiden Vinyls, also die Doppel-Vinyl A, B, C und D-Seite mit insgesamt 12 Tracks. Und dazu gibt es dieses Riesen-Booklet inklusive Danksagung und Poster und dann natürlich noch den Download-Code für das Album in MP3-Form. Ja, das alles in dieser wunderbaren Vinyl-Edition von Chaos von Vega. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Vega unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.